Auch meine Kfz-Versicherung wird in 2024 teurer und ich erkläre dir in diesem Video, welche Punkte du nun in deiner Kfz-Versicherung prüfen solltest, um dennoch einiges am Beitrag sparen zu können. Das ist meine Beitragsrechnung für meine Kfz-Versicherung für 2024 und ich muss 46,46 € mehr zahlen im Jahr, obwohl ich zeitgleich in eine bessere Schadensfreiheitsklasse eingestuft wurde. Damit auch du wirklich bei deiner Kfz-Versicherung sparen kannst, musst du natürlich wissen, welche Punkte den Preis deiner Kfz-Versicherung beeinflussen. Los geht's. Erstens, die Schadenfreiheitsklassen. Sie existiert in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung, aber nicht in der Teilkaskoversicherung, da diese hauptsächlich für Schäden aufkommt, auf die deine individuelle Fahrweise keinen Einfluss hat. Die SF-Klasse bezieht sich auf die Jahre, die du unfallfrei gefahren bist. Je mehr unfallfreie Jahre, desto höher deine SF-Klasse. Nach 50 unfallfreien Jahren erreichst du in der Regel die höchste SF-Klasse, wobei bei vielen Versicherern SF35 die höchste Klasse ist. In dieser Klasse zahlst du nur ca. 20% des Grundbetrags, also wenn der Grundbetrag bei 1.000 € liegt, zahlst du nur noch 200 € pro Jahr. Wie du an dem Beispiel siehst, steht die SF-Klasse immer für einen bestimmten prozentualen Beitrag des eigentlichen Versicherungsbeitrags. Welche SF-Klasse hast du eigentlich aktuell? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Als Fahranfänger startest du in der Regel mit SF0, weniger als 3 Jahre im Besitz eines Führerscheins, oder SF1,5, mehr als 3 Jahre im Besitz eines Führerscheins. Der Unterschied ist hier durchaus gewaltig, denn bei SF0 zahlst du in der Regel ca. 100% des eigentlichen Beitrags und bei SF1,5 nur noch 75%. Die gute Nachricht, es gibt Möglichkeiten, eine bessere Einstufung zu erhalten, selbst wenn du deinen Führerschein erst vor weniger als 3 Jahren erworben hast. Zum Beispiel dann, wenn bereits ein Auto deiner Eltern bei diesem Versicherer versichert ist. Kennst du noch weitere Tricks, um eine bessere Einstufung zu erhalten? Dann ab damit in die Kommentare. Die SF-Klasse bezieht sich auch immer auf das jeweilige Auto. Für Zweitwagen gibt es spezielle Regelungen und manche Versicherer stufen den Zweitwagen in der gleichen SF-Klasse wie den Erstwagen ein. In der Regel starten Zweitwagen jedoch mit einer niedrigeren SF-Klasse als der Erstwagen, aber immer mindestens mit SF1,5. Wie du schon an den circa Angaben vermuten konntest, hat jeder Versicherer so seine eigenen Prozentsätze je nach SF-Klasse. Hier gibt es keine allgemeingültige Regelung, was dir als Kunde jedoch relativ egal sein kann, da es ja am Ende auf deinen Zahlbeitrag ankommt. Sollte es zu einem Haftpflicht- oder Vollkaskoschaden kommen, wird deine SF-Klasse herabgesetzt. Jeder Versicherer hat hier eigene Regelungen, welche in den entsprechenden Rückstufungstabellen nachgelesen werden können. Dort solltest du auf alle Fälle auch mal reinschauen, denn die Unterschiede in der Rückstufung können je nach Versicherer relativ groß sein. Die Rückstufungstabellen beziehen sich immer auf ein Jahr und unterscheiden bei der Rückstufung zwischen einem Schaden und 2 oder mehr Schäden. Bei 2 oder mehr Schäden im Jahr ist die Rückstufung selbstverständlich größer. Wirksam wird die Rückstufung dann immer erst im Folgejahr. Zweitens, der Rabattschutz. Um in der Kfz-Versicherung eine Rückstufung im Schadensfall zu verhindern, kannst du einen sogenannten Rabattschutz in deinem Vertrag mit einschließen. Dieses Tarifmerkmal beeinflusst den Beitrag allerdings relativ stark. So musst du in der Regel mit Mehrkosten von ca. 15-30% rechnen, damit meist erst beim zweiten Schadensfall innerhalb eines Jahres eine Rückstufung der SF-Klasse stattfindet. Wichtig zu wissen ist, dass der Rabattschutz bei vielen Versicherern nicht mitgenommen werden kann, wodurch du bei einem Wechsel des Versicherers zu einem anderen Versicherer nicht die geschützte SF-Klasse, sondern nur die eigentliche SF-Klasse ohne Rabattschutz mitnehmen kannst. Hast du einen Rabattschutz in deiner Kfz-Versicherung mit vereinbart und warst auch mal froh, dass genau dies der Fall war? Bin gespannt auf deinen Kommentar. Ausführliche Infos auch zum Rabattschutz und auch zu seinem kleinen Bruder, dem Rabattretter, findest du übrigens hier oben in diesem verlinkten Video. Drittens, die Typklasse. Die Typklasse ist ein wichtiges Tarifmerkmal in der Kfz-Versicherung, welches auf den Schaden- und Unfallbilanzen aller in Deutschland zugelassenen Automodelle einschließlich Elektroautos basiert und jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst wird. Die Berechnung berücksichtigt in der Regel immer die letzten 3 Jahre. Der GdV, also der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, ist für die Bestimmung der Typklassen verantwortlich. Es gibt Typklassen für Haftpflicht,
Teilkasko und Vollkasko. In der Haftpflichtversicherung gibt es 16 Typklassen, die sich nach den Leistungen richten, die die Versicherer für geschädigte Dritte gezahlt haben. In der Teilkaskoversicherung gibt es 24 Typklassen, bei denen Schäden wie Diebstahl, Wildunfälle, Steinschlag oder Hagel Einfluss haben. Und in der Vollkaskoversicherung gibt es 25 Typklassen, die neben den Teilkaskoschäden auch die Schäden am Fahrzeugmodell nach einem selbstverschuldeten Unfall berücksichtigen. Grundsätzlich gilt: Je weniger verursachte Schäden mit einem bestimmten Auto, desto niedriger und günstiger die Typklasse. Mit der unter dem Video verlinkten Typklassenabfrage vom GTV kannst du die 2024er Typklasse deines Autos ganz einfach selbst prüfen. Viertens, die Regionalklasse. Die Regionalklasse ist ein weiteres wichtiges Tarifmerkmal in der Kfz-Versicherung. Sie funktioniert ähnlich wie die Typklasse, jedoch bezieht sie sich nicht auf die Schäden am jeweiligen Automodell, sondern auf die Schäden im jeweiligen Zulassungsbezirk unabhängig vom Automodell. In der Haftpflichtversicherung gibt es 12 Regionalklassen, in der Teilkaskoversicherung 16 und in der Vollkaskoversicherung 9 Regionalklassen. Auch zur Regionalklasse gibt es eine Abfrage vom GTV, mit der du herausfinden kannst, in welcher Regionalklasse dein Wohnort im Jahr 2024 eingestuft ist. Diese habe ich dir natürlich ebenfalls unter dem Video hier verlinkt. Fünftens, die Selbstbeteiligung. Die Selbstbeteiligung in der Kfz-Versicherung bestimmt, wie viele Kosten eines Schadens du selbst tragen musst, bis die Versicherung einspringt. Mit der Selbstbeteiligung in der Teil- und Vollkasko kannst du deinen individuellen Beitrag erhöhen bzw. senken. Je höher die Selbstbeteiligung, desto niedriger logischerweise dein Beitrag. In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es übrigens keine Selbstbeteiligung. Insbesondere mit der Selbstbeteiligung kannst du in Vergleichsrechnern leicht herumspielen und testen, wie sich der Beitrag verändert. Denn die Höhe der Selbstbeteiligung muss von dir individuell festgelegt werden. Bewährt haben sich jedoch 150 Euro Selbstbeteiligung in der Teilkasko und mindestens 300 Euro Selbstbeteiligung in der Vollkasko. Welche Selbstbeteiligung hast du bei dir gewählt und warum? Schreib auch das gerne mal in die Kommentare. Sechstens, die Werkstattbindung. Ein weiteres Tarifmerkmal, welches einen großen Einfluss auf den Beitrag deiner Kfz-Versicherung hat, ist die sogenannte Werkstattbindung. Wenn du dich für die Werkstattbindung entscheidest, lassen sich je nach Versicherer bis zu 20% an Beitrag sparen. Werkstattbindung bedeutet hierbei, dass der Versicherer entscheidet, bei welcher Werkstatt du den Schaden reparieren lassen musst. Du kannst in der Regel also nicht zu deiner favorisierten Werkstatt, zum Beispiel von einem Bekannten oder Kumpel, fahren und dort den Schaden reparieren lassen, sondern musst die von der Versicherung vorgegebene Werkstatt aufsuchen. Welche Erfahrung hast du bisher mit einer Werkstattbindung gemacht? Lohnt sich das wirklich oder ist es im Schadensfall einfach nur nervig? Am Ende musst natürlich du als Kunde entscheiden, was dir wichtiger ist. Wenn du aber sowieso keine Lieblingswerkstatt hast, kannst du dich vermutlich getrost für die Werkstattbindung entscheiden. Wichtig zu verstehen ist, dass Versicherer in der Regel mit mehreren Werkstätten in deiner Nähe zusammenarbeiten. Du musst also auch mit einer Werkstattbindung in der Regel nicht zu einer weit entfernten Werkstatt fahren. Wenn du dein Auto jedoch nur von einer bestimmten Werkstatt und vielleicht auch noch von einem bestimmten Mechaniker reparieren lassen möchtest, solltest du eher auf einen Vertrag ohne Werkstattbindung setzen. Die Werkstattbindung gilt übrigens logischerweise nur im Schadensfall. Bei Inspektion und Co. kannst du natürlich trotzdem deine favorisierte Werkstatt aufsuchen. Siebtens, die Zahlweise. Die Art, wie du deine Versicherungsbeiträge bezahlst, kann einen erheblichen Einfluss auf deine jährlichen Gesamtkosten haben. Bei den meisten Kfz-Versicherungen kannst du durch die Umstellung auf eine jährliche Zahlweise einiges an Geld sparen. Im Vergleich zur monatlichen Zahlweise ist oft eine Ersparnis von etwa 4% möglich. Übrigens, am besten machst du das mit all deinen Versicherungen. Wenn du zum Beispiel noch eine kleine private Haftpflichtversicherung mit einem Beitrag von 50 Euro hast, mag diese Ersparnis erstmal ziemlich minimal erscheinen. Aber wenn du auch noch eine Kfz-Versicherung, eine Hausratversicherung, eine Wohngebäudeversicherung, eine Rechtsschutzversicherung oder sogar eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit hinzufügst, dann kann die Ersparnis insgesamt doch relativ erheblich sein. Du denkst jetzt vielleicht, dass du dir die jährliche Summe gar nicht leisten kannst, aber auch dafür gibt es einen smarten Ansatz. Du könntest zum Beispiel jeden Monat die Summe auf ein separates, zum Beispiel Tagesgeldkonto mit aktuell gar nicht mal so wenig Zinsen, überweisen. So hast du zur Fälligkeit der Versicherung alles zusammengespart und sparst eben im Vergleich zur monatlichen Zahlweise die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto noch gar nicht mit eingerechnet. Um die Kostenbelastung noch weiter zu entzerren, könntest du die Hauptfälligkeit der einzelnen Versicherungen auf verschiedene Zeitpunkte legen. So verteilen sich die Kosten über das Jahr und du kannst von den Ersparnissen der jährlichen Zahlweise profitieren, ohne dass es zu einer großen einmaligen Belastung kommt. Achtens, und wir haben es gleich,
Die jährliche Fahrleistung. Bei der jährlichen Fahrleistung solltest du nicht lügen, da es ansonsten spätestens im Schadensfall zu einer Nachzahlung bzw. im schlechtesten Fall sogar zu einer Vertragsstrafe kommen kann. Wichtig zu wissen ist, dass Versicherer teilweise aufgrund einer Staffelung den gleichen Beitrag bei unterschiedlichen Kilometern berechnen. So ist zum Beispiel bei 3000 bis 5999 Kilometer der Beitrag X zu zahlen und bei 6000 bis 8999 Kilometer der Beitrag Y. Daher kann es auch bei der Fahrleistung nicht schaden, in einem Vergleichsrechner etwas herumzuspielen. Logischerweise gilt hierbei das Folgende. Je höher die Fahrleistung, desto höher in der Regel natürlich auch der Beitrag. Mit welcher Fahrleistung bist du bisher am besten gefahren? Schreib auch das gerne mal in die Kommentare. Neuntens, die Anzahl der Fahrer. Auch die Anzahl der Fahrer beeinflusst den Beitrag deiner Kfz-Versicherung. Bei den genauen Regelungen gibt es jedoch große Unterschiede, je nach Versicherer. Teilweise ist zum Beispiel der Partner kostenlos mitversichert, wenn er oder sie über 25 Jahre alt ist. Das ist zum Beispiel bei meiner Kfz-Versicherung der Fall. Grundsätzlich sind aber Zusatzfahrer unter 25 Jahren deutlich teurer, da hier das Unfallrisiko statistisch gesehen größer ist. In jedem Fall macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, den Fahrerkreis unnötig zu vergrößern, da dies eben auch in der Regel die Kosten erhöht. Mehr Sinn macht es dagegen, gewisse Zusatzfahrer temporär mit einzuschließen. Wenn zum Beispiel ein Freund das Auto während der gemeinsamen Urlaubsreise fahren soll, ist eine kostenlose temporäre Mitversicherung bei vielen Versicherern möglich. Eine Möglichkeit, welche ich selbst auch schon sehr oft genutzt habe. Aber natürlich nur bei sehr guten Freunden. Zehntens, weitere wichtige Tarifmerkmale. Es gibt natürlich noch weitere Tarifmerkmale, wie zum Beispiel Beruf, Abstellort und Teilnahme am begleiteten Fahren mit 17, die sich ebenfalls auf den Beitrag deiner Kfz-Versicherung auswirken. Interessant ist auch, dass Beamte bei vielen Versicherern einen günstigeren Beitrag zahlen, da diese statistisch gesehen tatsächlich weniger Unfälle verursachen. Auch ist es so, dass ein in der Garage abgestelltes Auto zumindest in den Kaskoversicherungen günstiger ist als ein Auto, welches jede Nacht an einer öffentlichen Straße geparkt wird. So, und weil du jetzt bis zum Ende des Videos durchgehalten hast, hier noch die Info, wie du an unsere 13 besten VMK-Spartipps zur Kfz-Versicherung als Checkliste kommst. Ganz einfach, hier den Link unter dem Video anklicken und dann senden wir die Checkliste gerne per E-Mail zu. Und wenn du jetzt noch wissen willst, ob du für dein Auto besser eine Teilkasko oder doch eher eine Vollkaskoversicherung abschließen solltest, dann empfehle ich dir, dass du dir das jetzt hier verlinkte Video ebenfalls anschaust.